auf ihr Brieder in die Pfalz, wo die Monne mit dem Mosch auf dem Marktplatz stehen von nix und ziehen dicke Hals, weil sie blöd und blöd, bis ihr die Luft ausgeht, auf ihr Brieder in die Pfalz, wo die Monne mit dem Mosch auf dem Marktplatz stehen lassen man den neuerste Hals. Darum auf, ihr Brieder in die Pfalz. In der Kistezeit fahr ich mal wieder heim und mach mir's mal wieder Fenster da bequem. Von dem Mosch im Keller geht, bin ich dabei. Dann gibt's Kiste ohne echte Pilzerboy. Pilzerkiste ohne echte Pilzerboy. Auf ihr Brieder in die Pfalz, wo die Mamme mit dem Mosch auf dem Marktplatz steht von nix und ziehe dicke Hals, weil sie blöd und blöd, bis ihr die Luft ausgeht. Auf ihr Brieder in die Pfalz, wo die Mamme mit dem Mosch auf dem Marktplatz steht, lasse man den Neue durch den Hals. Darum auf ihr Brieder in die Pfalz. Wer die Gegend kennt, der kennt ja auch ihren Geschmack. Von dem Marinaden den Zwiebelkuchen backt. So ein ganz spezielle Pilzer Hausmannskusch. Schmeckt erst richtig zu dem federweißen Musch. Jeder haut gern neu und fragt nicht lang was kusch. Auf ihr Brieder in die Pfalz. Wo die Mamme mit dem Mosch auf dem Marktplatz steht, nicht von nix und ziehe dicke Hals, weil sie bleibt und bleibt, bis ihr die Luft ausgeht, auf ihr Brieder in die Pfalz. Wo die Mamme mit dem Mosch auf dem Marktplatz steht, lasse man den Ei durch den Hals, darum auf ihr Brieder in die Pfalz. Schon seit Omas Zeiten kennt man den Gebrauch, daher braucht sein jeder Pelzer mit so'n Bauch. Doch der größte Stolz ist ich sei Rodinas, als Erkennungszeichen ich hab wieder Gas. Wer noch trinken kann, beißt nicht so schnell ins Gras. Auf ihr Brille in die Pfalz. Jetzt hat gleich, ist nämlich nicht bloß die Tante. Unser Tante, meine Tante hat ein Gutzelstand. Meine Mutter hat ein Gutzelstand, drum war unter Donnerstadt dahin. Da kommt so ein Hebel mit dem Knüppel in der Hand und wäscht meiner Mutter in der Gutzelstand. Halli, hallo, halli, hallo. Sie ist traurig, aber wahr. Im ganzen Land kein Gutzelstand wie meiner Mutter ihrer Anna war. Im ganzen Land kein Gutzelstand wie meiner Mutter ihrer Anna war. Meine Tante hat ein Wächtelstand, drauf auf der Donnerstadt daher. Da kommt so ein Himmel und markiert den Elefant und trommelt auf die Wäsche von dem Wächtelstand. Halli, hallo, halli, hallo, sie ist traurig, aber wahr. Im ganzen Land kein Wächtelstand wie meiner Tante ihrer Henna war. Im ganzen Land kein Wächtelstand wie meiner Tante ihrer Anna war. Mein Onkel hat ein Reitschul gehabt, drauf auf der Donnerstadt daheim. Da kommt so ein Hebel in der Hand, der lange Latt, und wächst uns am Onkel als ein geilscher Blatt. Halli, hallo, halli, hallo, sie ist traurig, aber
gehabt, wie unser Onkel seine Elli war. Keine Stadt hat er leid Schuld gehabt, wie unser Onkel seine Elli war. Und es war das Lied vom Kutzelstamm, das Lied von der Darmstadter Hee. Mehr hört's bei uns im ganzen Pfälzerland, weil jeder kennt das Lied von dem Kutzelstamm. Halli, hallo, halli, hallo, es ist lustig, uns ist vor. Singst du mal das Lied von dem Kutzelstamm, dann rufen all mit Nonna dann im Chor. Singst du mal das Lied von dem Kutzelstamm, dann rufen alle Mensch, ist es klar. Dankeschön, vielen Dank. Und pelzig geht's weiter noch. Wir haben noch ein schönes Lied dabei. Ich bin ein echter Pelzerbu. Ich glaube, das können wir alle singen bei uns in Böhl-Iglem hier. Ich bin ein echter Pelzerbu, der stärkste von unseren Gassen. Ich bin ein echter Pelzerbu, der stärkste von unserer Klasse. Hey! Wer die Pelzerbube kennt, es ist eh die Rast. Kein Schwipsch und kein Krachel, denn es ist die doch die Schande und die Leid. Vor Sona Ausdrucksweis und jedermann Respekt. Es ist und bleibt der unverfälscht der Pelzer, wie er lebt. Zwei Bube spiele Kligaless und Kriminaler Krach. Herr Bongert, geht bei Kliga her, so steig ich da aufs Dach. Geh heim du mit deinem Kuselkopf und wäsch der Mollon leis. Wann ich da auf den Zimmerklub, dann dreh ich dich. Einfach so mit den Instrumenten hier, ohne groß Schnickschnack, Elektro außenrum, ohne Kabel, ohne alles, Strom aus, wir spielen immer noch, so ist es nicht. Das ist natürlich toll, aber... So eine CD-mäßig kann man euch schon mit nach Hause nehmen. Ja, wir haben unsere neue CD dabei. Man kann sie bei uns erwerben nachher hier. Wir sind drüber dann am Stand noch ein bisschen. Wir haben ein paar dabei. Es wird reichen, denke ich. Es ist in Ordnung. Heb mir eine auf. Ich denke, Sie haben natürlich die Stimmung gebracht, die man von Ihnen gewohnt ist. Und ich habe gesehen, also wirklich der ein oder andere im Publikum hat so richtig kräftig mitgesungen. Also man kennt euch. Und ich kann euch nur auf den Weg geben, meine liebe Pelzerbuben. Bleibt so, wie ihr seid und bringt weiterhin die Fröhlichkeit so rüber. Ich danke euch. Tschüss. Wir machen dann weiter mit einer ganz lieben, charmanten Kollegin. Viele von Ihnen kennen sie schon. Sie ist also auch, sage ich mal, eine Musikerin aus Leib und Seele. Wenn sie auf der Bühne steht, dann geht's ihr einfach gut. Sie wird natürlich auch dementsprechend Stimmung übermitteln. Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor.
machen weiter. Und zwar mit dem Wahnsinn. Alle. Carla, noch ein bisschen Luft mit mir zu reden? Ein wunderbares Publikum. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ihr werdet immer besser. Also
Mein kleiner Applaus wird natürlich nicht reichen, aber ich bin der Meinung, das ist ein ganz, ganz spitzen Publikum. Und jetzt dürfen wir alle Künstler applaudieren. Ich denke, Carla, es ist doch so, dann macht es am allermeisten Freude. Denn du weißt ja, wie es ist, wenn man vor einem Publikum steht, wo man sieht, man kann sie mitziehen, man kann sie mitreißen, dann ist man auch selber glücklich, oder bist du da anderer Meinung? So ist es. Und so soll es auch weiter bleiben. Ich bedanke mich doch recht herzlich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. So, wir machen natürlich ein bisschen weiter. Und ich gehe jetzt mal ja, auf die Suche, denn ich habe da einen ganz charmanten Kavalier für Sie. Da dachte ich, mein Gott, da müsste noch mal ein bisschen jünger sein. Oder ich habe mir überlegt, ich lege mich mal ein paar Jahre in die Gefriertruhe und warte dann auf dich. Denn hier ist er für Sie, ganz speziell. Und einige kennen ihn natürlich, er ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Hier ist unser Rolf Sehne. Das ist doch ganz normal, denn wo ich meine Lieder sing, da tobt der ganze Saal. Dann probier mich, vergiss man nie, weil ich einmalig bin. Und denn mit zweimal liebe Leute, dann wird es auch nicht schlimm. Ich komme aus dem Schwaben. Was mich so mäßig freut, denn Schwaben brauchen nicht so Schul, die wär mit 40 gescheit. Drum weiß ich jetzt auch ganz genau, und das ist sonnenklar, dass ich der einzige Schwabe bin, der bis mit 11 schon war. Und probier mich, vergiss mal nie, das ist doch ganz normal, denn wo ich meine Lieder sing, da tobt der ganze Saal. Schon müde? Also müde werden dürfen Sie noch nicht. Das ist klar, bei diesem heißen Wetter wird man schon langsam müde. Aber ich hoffe, Sie sind noch nicht müde. Aber ich erkläre euch das, dass ihr wisst, wie das geht. Ich rufe zu euch, hallo Igelheim, und ihr ruft zu mir wieder zurück, hallo Rolf. Das probieren wir jetzt mal alle gemeinsam. Hallo Igelheim! Also, ich habe gemerkt, die da hinten, die Schlafwagenabteilung, die hat nicht mitgeschrien. Also, und vor allem war mir das ein bisschen zu leise. Kann sein, dass ich ein bisschen taub bin, aber das war mir wirklich zu leise. So, jetzt macht die Schlafwagenabteilung mit
und ihr schreit ein bisschen lauter. Hallo Igelheim! Hallo! Boah, da platzt er mir das Trommelfell. So, nach meiner Begrüßung werde ich jetzt ein Lied singen, wo ich zu einigen Damen kommen werde. Und diesen Damen werde ich einen Kuss auf die Backe geben. Der einen oder der anderen Dame. Ich kann hier natürlich nicht hier überall rumrennen und jeder Dame einen Kuss geben. Aber ich hoffe, den Damen, wo ich keinen Kuss gebe, sind nicht beleidigt. Bisher mein sozusagen erfolgreichster Titel, und zwar ein Bild für dich. Jetzt darf ich mich wieder von euch verabschieden. Ich fand es wirklich schön, dass ich hierher eingeladen wurde. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich euch irgendwann oder irgendwo einmal wiedersehen könnte. So, und es wurde ein Wunsch geäußert, dass ich das Lied, wo jetzt kommt, singe. Und zwar vom Johann Bibinger. Er hat sich dieses Lied gewünscht, und zwar Ich bin und bleib ein Lausbub. Ich bin, schön ist das Leben, drum freut mich jeder Tag. Für mich gibt's keine Sorgen, ich hab keinen Stress, kein Plag. Ich find fast alles lustig und lach von Herzen laut. Ein jeder Mensch ist glücklich, der die Welt wie ich anschaut. Ich bin und bleib ein Lausbub, ein Lausbub, lieber.
Schwung. So, jetzt klatschen wir alle mit. Am liebsten mach ich Blödsinn, weil Blödsinn, das macht Spaß. Mit meinen Freunden spiel ich gern draußen auf der Straße. Dort toben wir gemeinsam, es könnte nicht schöner sein. Und wenn ich manchmal heimkomm, seh ich aus wie ein Schwein. Ich bin und bleib ein Lausbub, ein Lausbub, liebe Leute. Ich bin und bleib ein Lausbub, dem's Leben riesig freut. Und werd ich auch mal älter, im Herzen bleib ich jung. Ich bin und bleib ein Lausbub, voll Energie und schon alles klatscht. Ich bin und bleib ein Lausbub, ein Lausbub, liebe Leute. Ich bin und bleib ein Lausbub, dem's Leben riesig freut. Und werd ich auch mal älter, im Herzen bleib ich jung. Ich bin und bleib ein Lausbub, voll Energie und Schwung. Und bleib ein Lausbub, voll Energie und Schwung. Jawohl! Dankeschön! Bleib du hier stehen, mein Kleid. Da traue ich mich ja nach dir gar nicht mehr auf die Bühne. Mein Gott, du hast das Publikum so in Schwung gebracht. Verrätst du mir, wie alt du bist? Ich bin 11 Jahre alt. Oh, scheiße, viel zu alt für mich. Aber ich hätte da noch eine Tochter. Da könnten wir ja nachher mal drüber reden, ne? Sag mal, du bist ja schon etwas länger in diesem ganz tollen Geschäft. Also ich bin jetzt 4,5 Jahre in diesem Geschäft. Sag mal, mit was, wie bist du denn groß geworden? Du hast wohl nie geweint, du hast immer nur gesungen. Genau. Und wie hast du dann nachher das in Lieder umwandeln können? Also, besser gesagt, mein Vater, der ist immer mit mir zu Veranstaltungen gegangen. Und da habe ich immer mit diesen Künstlern, zum Beispiel Kaschel oder Spatzen, Marianne und Michael, mitgesungen. Und die haben mich dann immer auf die Bühne geholt und mich mitsingen lassen. Und dann war da mal jemand, der hat gesagt, du, für diesen Kerl müsst man mal was Eigenes machen. Ja, dann hat er aber mal wirklich so richtig recht gehabt. Ne? Er kennt ja Gott und die Welt, dann können wir ja froh sein, dass er heute hier war. Ich bin mir ganz sicher, dass das ganze Publikum sich wünschen würde, nachher noch mal was von dir zu hören. Bist du denn noch länger da? Also, wenn das Publikum nach der Aufzeichnung noch mal was von mir hören möchte, warum nicht? Ach, und so lang vertreibe ich mir die Zeit mit dir. So, ich danke dir, mein Schatz. Wir machen dann gleich weiter. Och, einmal einen jungen Kerl an meiner Seite. Das tut mir auch gut. Wir machen weiter und zwar mit einem ganz, ganz lieben Menschen, mit unserem Jürgen Link. Ich möchte Ihnen einen Titel vorstellen. Dolce Far Niente. Bitte hören Sie mal rein. Süßes nichts zu lang mehr.
willst du noch mehr? In der Sonne träumen mit dir, das fällt mir nicht schwer. Dolce Far Niente, leise singt der Sommerwind. Dolce Far Niente, süßes liebst du am Meer. In der Sonne träumen mit dir, das fällt mir nicht schwer. Dolce Far Niente, leise singt der Sommerwind. Dolce Far Niente, süßes nichts du am Meer. In der Sonne träumen mit dir, das fällt mir nicht schwer. Dankeschön. Dankeschön. Fischerboote, sie ziehen im Sonnenglanz. Und der Sand, auf dem wir träumen, ist so warm. Der Sommerwind, er bringt uns beiden ein Lied voll Zärtlichkeit. Ja, mit dir halt ich das Glück in meinen Arm. In Florida träumt es sich schön, und ich weiß, unser Traum wird niemals vergehen. Mein Sommertraum heißt Florida, Paradies in der Sonne. Die Zeit mit dir vergess ich nicht, unter Palmen am Meer. Mein Sommertraum heißt Florida, warme Nächte und Sterne, das geht für uns doch nie vorbei. Ich komm wieder hierher. Die Sternennacht ist voller Zauber, man hört Gitarren klatsch. Und dein Mund, er ist so süß wie roter Wein. Kein Märchen kann mehr erzählen, als ich im Herzen fühl. Und auch keine Sehnsucht kann noch größer sein. In Florida war es so schön. Immer träum ich davon, das wird nicht vergehen. Mein Sommertraum heißt Florida, Paradies in der Sonne. Die Zeit mit dir vergess ich nicht, unter Palmen am Meer. Mein Sommertraum heißt Florida, warme Nächte und Sterne. Das geht für uns doch nie vorbei, ich komm wieder hierher. Florida, Paradies in der Sonne. Die Zeit mit dir vergess ich nie, unter Palmen am Meer. Mein Sommertraum heißt Florida, warme Nächte und Sterne. Das geht für uns doch nie vorbei,
ich komm wieder hierher. Dankeschön, vielen Dank. Und mein netter Co-Moderator möchte natürlich die nächste Gruppe ansagen. Wenn du da mal zu mir kommst, das wäre gar nicht so verkehrt. Meine liebe Kollegin, ich möchte mich recht herzlich für die liebe Worte bei dir bedanken. Und ich möchte meine Freunde des Fanfarenzuges e.V. Lachenspeidow recht herzlich begrüßen hier, die extra hier angereist sind, um ihr, mir, euch und uns alle was vorzuspielen.
Ich denke mir mal, Sie sind der Chef dieser Truppe. Ich habe mal eine ganz bescheidene Frage. Wie lange muss man denn mit diesen Jungs und Mädels üben, um so fantastisch spielen zu können? Also vor 2 Jahren sind die ganz Jungen dazugekommen. Da sind wir beinahe umgefallen im ganzen Fanfarezug. Und sie haben erklärt, was man in 2 Jahren machen kann. Da haben Sie also mit Nachwuchs absolut überhaupt keine Probleme? Ja, naja. Weil in vielen Vereinen hört man ja, dass halt eben gerade der Nachwuchs immer schwer zu kriegen ist. Sie wissen, wie es ist so, wenn sie jung sind, dann geht's noch. Und dann im Teenie-Alter der erste Schwarm, die erste Freundin, der erste Freund, dann sind sie weg. Das ist bei Ihnen nicht so. Nein, bis jetzt halten sie alle noch zum Verein. Dann kann man natürlich ja nur wünschen für die Zukunft alles, alles Gute. Bleibt weiterhin so toll. Und ich denke mal, zum Ausschmarr gibt's da noch irgendwo ein bisschen was zum Spielen? Das wäre, er macht noch schnell einen. Das höre ich ja auch gern. Also er macht uns noch schnell einen zum Ausmarsch. Vielen Dank. Tschüss. We'll be right back.
Wir haben natürlich jetzt was über die Natalie gehört. Zu dem nächsten Künstler werde ich gar nicht viel sagen. Der Name Lothar Elsässer wird Ihnen auch gar nichts sagen. Aber ich bin ganz sicher, wenn er auf die Bühne kommt und Sie sehen, wie sein Outfit ist, weiß jeder, wer kommen wird oder welch eine Stimme ertönen wird. Lassen Sie sich verzaubern von unserem Lothar. Bitte. Lasst uns wieder.